Womit kann dir dies... Bitte, lass dir Zeit.
Womit kann dir dies... Bitte, lass dir Zeit. Womit kann dir... Lass dir Zeit. Wie du? Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Willkommen, Fury. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann.
Interessant. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Eins meiner besten Stücke. Eins meiner besten Stücke. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Interessant. Alles Gute, Fury. Danke, dass du auf der richtigen Seite der Geschichte kämpfst, Reiter. Das wird dir die Menschheit nicht vergessen. Womit kann dir dies... Bitte, lass dir Zeit.
Womit kann dir diese Bitte? Lass dir Zeit. Sei bitte, lass dir Zeit. Thank you.
Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Wie kann mein Habdar möchte wohl jemand mächtig austeilen, was? Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. Eins meiner besten Stücke. Alles Gute, Fury. Sei das wird uns beiden Spaß machen, wie du willst. Lass dir Zeit. Wie du willst, das wird uns beiden Spaß machen, wie du willst. Lass dir Zeit. Eine perfekte Ergänzung. Wie du das wird uns beiden. Wie du willst. Lass dir Zeit. Eine wie du das wird uns beiden. Wie du willst. Lass dir Zeit. Wie du willst, lass dir Zeit. Eine, wie du willst. Oh, sorge dafür, dass sie schreien, Reiter. Nur beobachtet und gerichtet, dass ihr vergessen habt, wie man kämpft! Wie wagt es, diesen heiligen Ort anzugreifen? Ja, ich wage es, weil es noch niemand je getan hat. Und das macht es noch besser!
hochmütigen Schweinehunde habt das schon seit Äonen verdient. Und das habt ihr allein euch selbst zuzuschreiben. Euer Machthunger wird euer Untergang sein, Neid. Wenn da nicht der Topf über den Tiegel redet. Wenn ich hier fertig bin und euch nur noch Kiesel bleiben, warte ich einfach die Apokalypse ab und erledige die noch übrigen geschwächten Generäle. Die Erde wird mir gehören. Es ist vorbei, Knight! Du bist gescheitert! Tötet sie, Reiter! Wir verlangen... Oh, seid still! Ihr verlangt mir lediglich Verachtung ab. Und meinen Zorn werdet ihr bald kennenlernen. Blasphemy! Wahrheit! Ergib dich oder stirb, Knight! Ernsthaft? Nein, aber den Versuch war's wert. Ich neige dir nicht. Ehrlich.
Aufgabe endlich erfüllt, Fury. Vielleicht verdient ihr eine Belohnung. Aber vielleicht auch nicht. Neid mag uns überrumpelt haben, doch wir haben mehr als genug Macht, um einen Wurm wie euch zu zerstören. Ihr habt eure Grenzen überschritten, Reiter. Ihr werdet ebenso wie eure Brüder eure Strafe bekommen, dreistes Kind. Nein, so werde ich nicht sterben. Ich lasse nicht zu, dass ich eure Verderbtheit ausbreite. Einigkeit ist der Schlüssel. Wenn wir vorankommen wollen, dann nur gemeinsam. Du wirst es nicht schaffen. Der Rat? Erzürnt heizt zweifellos heimlich den Angriff auf Haven an, falls du einen Plan für sie hast. Wäre jetzt der Augenblick. Himmel, Hölle, der feurige Rat. Sie alle wollen sie auslöschen. Das weißt du. Doch vielleicht kennst du den Grund nicht. Wieso war euer Leben selbst vor der Apokalypse so hart? Weil ihr zu einem bestimmten Zweck erschaffen und schutzlos zurückgelassen wurdet. Also sind jene, die euch fürchten, darauf aus, euch mit falschen Versprechungen, mit Kriegen und Sünden zu zerstören, die sie euch anlasten. Sie fürchten euch. Das kann man gegen sie einsetzen. Die Menschheit kann diesen Krieg gewinnen. Sieh dich um. Dieser traurige Rest der Menschheit ist einem Kampf von diesem Ausmaß nicht gewachsen. Nein, ihr müsst euch verstecken. Vor den Augen von Himmel und Hölle? Vor dem Rat? Genau das müssen wir tun. Doch was die Menschheit mehr braucht als ein gutes Versteck, ist ein Beschützer. Einen Beschützer? Was getan werden muss. Reiter, komm! Aber die Erschaffer werden uns genug Zeit verschaffen, die anderen Menschen wegzubringen. Weg? Wohin? Nicht zurück zur Ratskammer. Was wäre ich für ein Erschaffer, wenn ich einen Durchgang erbaut hätte, der nur zwei Orte verbindet, hm? Dein Herzenswunsch, Reiter. Ein sicherer Ort für die armen Unerwünschten. Ich verstehe nicht. Wirst du noch?
Leider wird dir alles klar werden, wenn du mit ihnen gehst. Ich? Sie brauchen einen Beschützer und du brauchst eine neue Aufgabe. Habe ich nicht recht? Ich schwöre, all meine Kräfte zum Schutz der Menschheit einzusetzen. Eines Tages bringen wir die Dinge wieder ins Lot. Gemeinsam. Ultan, mein Bruder, Krieg, ist ein Unschuldiger in diesem Drama. Falls du ihm irgendwann einmal helfen kannst, bitte ich dich, es zu tun. Das werde ich. Danke, Erschaffer. Auf eine Zukunft der Gerechtigkeit. Ja, gute Reise, Reiter. Das junge Ding sorgt sich also um die Menschheit. Unwichtig. Abaddon herrscht über die Erde. Himmel und Hölle beigen sich um einen Platz an der Tafel. Und der Rat wird dem Gleichgewicht entgegen, das er zu bewahren behauptet. Bald wird das Verderben über sie alle herfallen. Und ich werde als Einziger bestehen. Du darfst gehen.